Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Beauty Mama XL. Ich entführe euch heute wieder in die Küche. Viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken. Wir backen heute einen leckeren, schnellen und saftigen Apfelkuchen. Den kann man in einer Springform machen oder auf einem kleinen Blech. Wir werden ihn auf einem Blech machen. Nicht wundern, meine Stimme ist ein bisschen nasal, ich bin nämlich total erkältet, aber essen müssen wir trotzdem, deswegen gibt es einen Apfelkuchen. Jetzt kommen wir zu den Zutaten. You claim this love that you never started. Das genaue Rezept ist wie immer in der Infobox notiert. Als erstes machen wir den Teig und der kann dann weil stehen bleiben und im Anschluss machen wir dann die Äpfel. Man braucht nämlich 5 Äpfel in Streifen oder Scheiben und 2 Äpfel in Stückchen. Ein tiefes Backblech hat, kann auch ein normales Backblech nehmen, da reduziert sich dann aber die Backdauer, also die Temperatur um die 170 dann und dafür halt dann nur 20 Minuten. Bei dem ist es jetzt so, dass die Temperatur 190 ungefähr 25 Minuten betrifft. Wenn man eine Springform nimmt, dann dauert es ungefähr 30 Minuten bei 200 Grad. Jetzt einfetten oder wie ich Backpapier reinlegen. Mein Trick, damit das Backpapier hält, bis der Kuchen drin ist, einfach mit Wäscheklammern fixieren. Wenn man wie ich recht große Äpfel hat, dann würden auch ungefähr 6 Äpfel reichen. Also 7 bei mittelgroßen, kleineren Äpfeln und 6 bei größeren. Weil ich habe nämlich jetzt noch ein paar übrig. Hier, die essen jetzt wir so. Jetzt in den Ofen bei 190 Grad circa für 25 Minuten und danach könnt ihr es nach eurem Belieben bestreuen, entweder mit Mandeln, mit Zimt und Zucker oder mit Puderzucker. Wir werden es mit Puderzucker bestreuen. So sieht der fertige Kuchen jetzt aus und dann einfach noch nach Belieben bestreuen, mit was ihr auch wollt.